Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Tür Nummer 16. Ja, und wie immer, wir reden nicht lang, ich fange direkt an. Und zwar, die 16 haben wir... Upsi, wo ist sie, wo ist sie? Da ist sie. Zack. Oh, ein Bild. Da gucken wir mal, vielleicht gibt es ja was Schönes. Okay, also ein Zwerg, der ein Liedchen trällert. Ja, gut. Oh, die ist aber schick. Eine weiße mit so einem typischen IKEA-Druck. Innen drin sieht es irgendwie dunkel aus. Ja. Hm. Ja, da ist eine Nougat-Creme drin. Lecker. Hier hatte ich heute Ruhe und Kraft. Auch schön. Ich hoffe, dass das ein bisschen besser... Nee, da fängt es schon wieder an. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser geworden ist mit dem Scharfstellen. Ich hatte gestern ein bisschen in den Einstellungen rumprobiert, aber anscheinend ist es nicht viel besser geworden. So. Ja, und ich denke, heute ist ein Sublimationspapier drin. Warum denke ich das? Weil das mit den Sachen, die gestern drin waren, zusammenpasst. Einmal eine Transferfolie und dann eben weißes Megaglitzerfunkel. Und darauf kann man eben super gut sublimatieren. Und ja, genau, das ist eine. Ja, ziemlich cool. Bei dieser Folie, die ist theoretisch wie Papier. Und man schneidet spiegelverkehrt die Sachen aus. Man macht zuerst aus dieser Glitzer-Megafunkel, am besten weiß, weil es dann am besten rauskommt, schneidet man als erstes ein Offset. Also die Datei, die du hast, zum Beispiel einen Spruch, machst du ein Offset und zwar nur außen. Wie ein Offset aussieht, wisst ihr, ne? Also wenn ich jetzt, wo habe ich hier mal einen Schmierzettel da oben? Ach, na, komm raus. So, ich habe jetzt einen Text, keine Ahnung, ein, ist völlig wurscht, theoretisch was. Ein Hallo. Und dann ist ja ein Offset theoretisch so, dass es halt, je nachdem wie eng man das schreibt, so in etwa würde dann das Offset halt aussehen. Und dann nimmt man halt den Text in der Mitte, nimmt man raus, also schiebt den beiseite und schneidet als erstes aus der Megaglitzerfunkel nur dieses Offset aus. Und wichtig dabei ist, dass man darauf achtet, bei manchen Offsets passiert nämlich das so, ich mache das jetzt nochmal, um das einfach einfacher zu erklären, und mache das jetzt hier mal ein bisschen fixer. Sieht jetzt nicht ganz so schön aus, aber es macht ja nichts. Geht ja nur darum, dass ihr so ungefähr wisst, was ich meine. Manche Offsets machen das dann eben so, dass sie dann hier drin, da wo halt Hohlräume sind, nochmal ein Offset machen. Darauf müsst ihr achten, dass das eben nicht da ist. Es darf nur so sein. Also dass es am Ende quasi der Text dann raus ist und dann habt ihr eben nur diese Form um euer Teil drumherum. Das schneidet ihr aus mit der Megaglitzerfunkel und dann schneidet ihr euren Text, dieses Hallo jetzt in dem Fall, so wie es hier steht, also ganz normal, ohne dass da irgendwas drin ist, aus dieser hier, aber spiegelverkehrt. Also jeweils spiegelverkehrt. Nein, stopp, wartet. Ja doch, genau, Megaglitzerfunkel muss auch spiegelverkehrt. Alles spiegelverkehrt und dafür bringt ihr diese Folie hier oder dieses Papier, dieses Sublimationspapier
auf eure Trägerfolie auf. Und zwar so rum, dass das Papier unten ist und dass euch die schöne Seite anguckt. Und dann schneidet ihr spiegelverkehrt hier raus aus, was ihr haben möchtet. Und dann habt ihr hier halt jetzt diesen Text, der euch spiegelverkehrt anguckt. Und das legt ihr dann so rum. Also ihr presst dann als erstes diese Glitzer-Mega-Funkel auf. Und die wird ja auch spiegelverkehrt aufgepresst. Deswegen halt eben, müsst ihr auch spiegelverkehrt schneiden. Und dann nehmt ihr halt, wie gesagt, dieses Papier, entgittert dann alles bis auf euren Text, den ihr habt. Und dann nehmt ihr den und packt den umgekehrt so auf euer Offset, dass es eben genau reinpasst. Okay? Und dann wird dieses Papier mit 190 Grad, also mit einer sehr hohen Hitze und ziemlich lange, eine Minute lang, drauf gepresst auf dieses Offset. Und dann gibt dieses Papier die Farbe total krass ab und die schweißt sich richtig rein in die Folie. Also man kann die dann auch nicht mehr rauswaschen oder so. Also das brennt quasi rein oder dampft rein oder ja, so funktioniert das. Genau, das ist ziemlich cool und sieht immer total krass aus. Und ich sehe gerade, also diese Folie hat ja jetzt, oder dieses Papier hat ja jetzt schon eine krasse Farbe. Die wird aber, wenn man die eingepresst hat, nochmal 3 bis 4 Mal intensiver. Also bin gespannt auf die Datei, die dann dazu kommt. So, und nee, bevor ich das jetzt mache, vergesse ich es nicht wieder und hole euch gleich erstmal auf meinem Bildschirm und zeige euch als erstes die Datei von Tante Plotter. Und das ist diese hier. Ich schiebe das noch ein bisschen, das Bild hier, schiebe das ein bisschen runter. So, dann seht ihr es ein bisschen besser. Ja, wie gesagt, muss es schon nicht mehr erwähnen. Wieder der Text oben drüber. Aus ja, Datenschutzgründen oder aus Kopierschutzgründen, besser gesagt. Ja, gefällt mir da ganz gut. Finde ich jetzt nicht hässlich, finde ich auch nicht mega schön. Das untere gefällt mir besser als das obere. Kann ich mir schon vorstellen, dass ich es mal verwende, aber das zu entgittern, ne? Das ist eine Arbeit. Das dauert ewig, diese kleinen Einzelteile da rauszumachen. Deswegen drücke ich mich immer ein bisschen vor solchen Sachen. Die sehen super schön aus, wenn man sie dann aufgepresst hat. Besonders edel sieht solche Datei immer aus, wenn man die mit Edelmetallic macht. Sieht immer sehr schön aus, aber das Entgittern, das dauert echt lang. Und man muss genau immer auf das Bild auch gucken, dass man ja nicht die falschen Sachen rausmacht. Genau, deswegen drücke ich mich da immer ein bisschen, aber ich finde es wirklich schön. So, und dann kommen wir zu der Datei von Tintenrebell. Und die sieht heute so aus. Ja, finde ich ganz okay. Ich würde die Farben im Hintergrund nicht machen. Ist halt Two-Face Fox heißt das. Also ein zweigesichtiger Fuchs. ein Fuchs mit zwei Gesichtern. Ja, so den Fuchs an sich finde ich cool. Ich finde auch die verschiedenen Augenfarben cool, wobei ich die Farbe hier austauschen würde in grün. Und ja, dann würde ich es cool finden, aber diese Hintergrundfarben hier, die würde ich direkt weglassen und auch in der Nase. Aber in den Augen finde ich es wiederum cool. Das kann ich mir vorstellen, dass ich das mal irgendwo verwenden würde. Ich weiß jetzt nicht genau wo, aber ja, das könnte ich mir schon vorstellen. So, ihr Lieben, und jetzt kommen wir zu dem Zettelchen von Miss Fruchteis. Und ich habe es wieder falsch rum, wie immer. Die 16, keine Ahnung, wo die war. Ich habe auch diesmal mich nicht darauf vorbereitet oder etwas für mich vorbereitet. Wir gucken einfach mal, was drin ist. Da war die 15. Da ist die 16. Genau, und die sieht auch so süß aus. Das ist nochmal wie so ein Angel. Und da ist noch so ein Sternchen dran. Ganz süß. Und wir schauen mal, was da heute steht. Denn fleischlich. So, jetzt habe ich. Denn fleischlich.
Oh nein. Okay, egal, schweres Wort. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistig gesinnt sein ist das Leben und Friede. Ich möchte das einmal kurz in einer anderen Übersetzung, weil das für mich gerade echt schwer zu lesen ist. Mich würde interessieren, was für eine Übersetzung du benutzt hast. Ich glaube, du hast, zum Beispiel Elberfelder oder so, oder sogar Luther. Na, Luther ist es, glaube ich, nicht. Erzähl mir mal, was für eine Übersetzung du hast, Maus. Das interessiert mich mal, weil die ist doch ein bisschen schwierig zu lesen manchmal. Römer. Römer 8, Vers 6. So. Wozu uns die alte, sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Ja, viel besser zu lesen und ich finde, man versteht es auch trotzdem. Also die Bedeutung ist schon die gleiche, aber halt mit ganz anderen Worten und deswegen halt einfach leichter. Genau, also ich empfehle euch, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ich empfehle euch, wenn ihr anfangt, die Bibel zu nehmen, lesen, nehmt Hoffnung für alle. Und falls ihr euch diese Bibel-App runtergeladen habt, dann könnt ihr hier oben auch einstellen, welche Übersetzung ihr nehmen wollt. Also da gibt es so einige Übersetzungen, zum Beispiel Elberfelder gibt es auch mehrere verschiedene. Schlachter ist auch, also... Schlachter und Elberfelder sind sehr nah am Urtext und deswegen nehmen das gerne Leute. Ist auch gut, finde ich, weil es halt, wie gesagt, nah am Urtext ist und manchmal aus dem Griechischen bzw. Hebräischen übersetzt, wie die Bibel ja am Anfang geschrieben wurde, bedeuten die Dinge einfach manchmal andere Sachen. Und deswegen finde ich es manchmal gut, den Urtext zu nehmen. Aber wenn ihr anfangt, ist es wirklich einfacher, mit der Hoffnung für alle zu starten. Oder neues Leben. So, und hier haben wir heute dieses Bärchen. Und ich stelle euch wie immer auf Pause und suche mir das Päckchen raus. So, da habe ich das Bildchen gefunden. Und ja, beim Tasten würde ich sagen, da ist etwas drin, was eingeschweißt ist in Plastik, weil das hat hier so diese, erst habe ich gedacht, vielleicht ein Bilderrahmen, weil es so diese Dings hat, aber ich denke nicht, weil hier innen drin fühlt man nicht zum Aufhängen oder zum Hinstellen und es hat hier halt überall auch noch am Rand so eine kleine Erhebung und da, das ist ja meistens, wenn das so zusammengeschweißt ist, deswegen gucke ich in mein Päckchen. Das kann ich nicht erraten, was das ist. Ich mache das wie gestern. Ich schneide das einfach auf. Das nimmt zwar ein bisschen die Spannung, aber geht halt schneller. So. Und wir holen es mal aus. Ach cool. Stifte. Tombos. Wow. Ich glaube es ja nicht. Du hast einen sehr guten Geschmack. Schöne Farben. Danke. Ja, das sind, so pastelligere Farben. Und ja, die habe ich mir auf jeden Fall auf meine Liste getan. Und die sind natürlich echt teuer. Ne? Das ist dann heute mal ein Geschenk, was eigentlich für besondere Tage eher gedacht ist, würde ich sagen. Weil, also, Tombos sind ja immer nicht so ganz günstig. Wo ist mein Cutter? Da. Habe ich hier schon so eine Ordnung gemacht und finde meine Sachen immer noch nicht. Na komm. So. Schwuppdiwupp. Und ja, die muss ich jetzt natürlich direkt mal rausnehmen und mal ausprobieren. Zack. Vorhin hier schon so ein Zettelchen. Ja, und natürlich wieder eine der Lieblingsfarben gegriffen. Ne? Wobei hätte ich auch die greifen können. Aber wir schauen mal und ich zeige es euch mal. Das sind so, das dürfte eigentlich besser funktionieren, dachte ich, mit dem Scharfstellen. Aber immer noch nicht. Gestern hatte ich es ausprobiert, da hatte ich es was ganz nah dran gehalten. Ah, hier guckt mal.
Und er will nicht, doch da. Da seht ihr die Spitze. Ja, und ich schau mal, ich weiß gar nicht. Nee, es sind fein, wie fein. Ach so, hier auf der anderen Seite ist die Brushspitze. Komm. Komm, du hast keine andere Wahl. Los. Kann echt nicht wahr sein, ne? Ach so, der hat da hinten noch die Chance. Da, jetzt haben wir es doch. So, und da muss ich mal gucken. Ja, aber es ist ein sehr fester Brush. Also, ja, es ist natürlich eine dickere Linie als auf der anderen Seite. Die sind sehr fein, aber man kann ihn nicht drücken. Also, du kannst ihn jetzt nicht hinlegen und dann, ne, das funktioniert nicht. Das, so, wie rum war das jetzt? Wie rum nach dem Löffelstiel? So rum. Ja, cool. Also, die Farben sind auf jeden Fall sehr, sehr schön. Finde ich sehr schön. Oh ja, sehr fein, krass. Sehr, sehr fein. Seht ihr das überhaupt? So fein malt der. Zack, so, man muss ihn immer hier irgendwie überlisten, ne? Aber guck mal. So breit und so fein. Ja, cool. Da freue ich mich auf jeden Fall. Und ja, die kommen dann gleich hier oben mit in meinen Kasten. Die werde ich gar nicht mehr ins Plastik zurückpacken, sondern hier direkt gleich. Das sind zwar eigentlich andere Brush Pens, aber das ist ja wurscht, weil da hinten habe ich nämlich schon wieder keinen Platz mehr. Deswegen müssen jetzt doch die alten Teile hier wieder herhalten. Ja, und zack, ist das Ding auch wieder voll. Ja, sehr, sehr cool. Ich liebe das immer, wenn man zwei verschiedene Größen hat, weil man dann eben so schön zusammenpassend machen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, meine Liebe, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr über dieses Geschenk. Ja, und euch wünsche ich einen schönen Tag. Ich mache das Video immer morgens. Ihr seht es erst mittags, weil manchmal hat man doch ein bisschen Probleme mit dem Schneiden und dann funktioniert mal was nicht beim Rendern und dann bin ich immer ganz froh, dass ich diesen Puffer habe. Ja, ich habe es schon ein paar Mal jetzt gehabt, dass ich morgens um 8, 9 das Video hier gedreht habe und dann mit dem Rendern hier so Probleme hatte, dass es dann tatsächlich erst mittags fertig war. Also von daher, ja. Und manchmal flutscht es, ne? Gestern hat das Ganze mit Hochrendern und Hochladen bei YouTube nicht mal eine halbe Stunde gedauert. Also, ja, manchmal ist es so, manchmal ist es so. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen, macht's gut.